Mein Name ist Karl-Heinz Brandenburg. Ich bin ursprünglich Franke aus Erlangen, aber jetzt schon seit über 20 Jahren hier in Ilmenau. Ich war bis vor kurzem, vor 2 Jahren, Leiter des Fraunhofer-Instituts für digitale Medientechnologie hier am Campus. Seit einem Jahr bin ich auch nicht mehr normaler Professor, sondern Senior Professor, wie sich das nennt. Wenn man vom Staat nicht mehr für die Lehrtätigkeit gezahlt wird, aber trotzdem noch was tut. Und den Freiraum, den es dadurch gibt, habe ich gedacht, ich will noch mal was richtig anfangen. Es gab noch Forschungsprojekte, wo unklar war, wie das wirklich in die Praxis kommt. Und deswegen haben wir vor über 1,5 Jahren schon dann die Brandenburg Labs GmbH gegründet, die aktuell noch rein mit meinem Geld finanziert ist und die auch hier im TGZ ansässig ist. Also die Gründung war im September 2019. Das war aber erstmal auf dem Papier. Der erste Mitarbeiter war dann der Nils Merten im November. Und so richtig losgegangen ist es dann letztes Jahr. Wie bei mir nicht anders zu erwarten, geht es um Audiotechnik. Ich habe ja eine Vorgeschichte als jemand, der wesentliche Beiträge zum MP3-Verfahren geleistet hat seinerzeit. Und wir haben das Thema auch immer weiter verfolgt. Und die neueste Fragestellung, die wir in Grundlagenforschung bei Fraunhofer, aber auch insbesondere an der Uni verfolgt haben, war, wie kann ich ohne viele Lautsprecher irgendwo hinpflastern zu müssen, Töne so ans Ohr bringen, ans Gehirn, dass es sich wirklich anhört, anfühlt, wie wenn da jemand anders im selben Raum mit mir ist. Also die alten Träume bestehen weiterhin. Das ist ja insbesondere ein Kopfhörersystem, was wir PARTY nennen, Personalized Auditory Reality. Den Namen habe ich nicht erfunden, aber den finde ich so toll, dass ich ihn weiter dauernd erzähle. Und da wollen wir hin, das ist aber noch ein langer Weg. Und bis dahin gibt es noch verschiedene Zwischenschritte. Wir gehören nicht zu den Firmen, die sagen, ich will nur das machen und alles andere nehme ich kein Geld dafür, sondern wir nehmen auch Geld für Beratungsgeschäft. Wir haben auch jetzt für diese räumliche Wiedergabetechnik ein Projekt gerade gestartet, schon vorläufig, wo es um spezifische Anwendungen geht, nämlich um Tinnitus-Therapie und Diagnostik, zusammen mit der Uni wiederum. Das heißt, wir sind nicht unflexibel, aber bis jetzt geht es noch genau in die Richtung, die wir vorhatten. Ich kann nur sagen, dass ich seit alten Zeiten, und das geht sehr lange zurück, immer gedacht habe, ich will als Wissenschaftler nicht nur irgendwas machen, was in der Bibliothek steht und von irgendwelchen Leuten, wenn es gut geht, nachgelesen wird, sondern ich möchte auch, dass es wirklich etwas ist, was wichtig ist für das Leben der Leute. Das ist mir schon mal gelungen, viel besser, als ich mir es jemals getraut hätte mit MP3. Und seither war es auch immer wieder so, dass es Ideen gab, mal eine eigene Firma zu gründen oder nicht. Das erste Mal, wie die Idee aufkam, war ich noch in Erlangen gerade mit der Dissertation fertig. Damals gab es zum selben Gründen nur die Möglichkeit, sich von der Wandschaft Geld zusammenzuborgen und sein Haus zu verpfänden, damit die Sparkasse einem etwas leiht. Nachdem ich weder reiche Verwandtschaft noch ein Haus zum Verpfänden hatte, ging das nicht. Deswegen wurde das damals nicht weiterverfolgt. In Corona-Zeiten ist die Freizeitgestaltung, dass ich schaue, dass ich jeden Tag mich etwas bewege, und das sind meistens Spaziergänge. Nicht unbedingt durch den Wald, wenn es stürmt. Und ansonsten
ist es mehr noch die frische Luft. Mir ist seinerzeit etwas aufgefallen. Wie ich noch in Erlangen war, hatte ich eigentlich jedes Jahr, Anfang des Jahres, eine schwere Erkältung. Und wie ich dann in Ilmenau war, gab es die ein einziges Mal noch und dann war sie weg. Und ich habe lange gerätselt und irgendwann war meine Erklärung, dass das wirklich der steife Wind ist, der hier am Rand des Thüringer Waldes langstreicht. Der hilft, dass die Luft wesentlich besser ist als in irgendwelchen Ballungsgebieten mit all ihren Abgasen und schlechter Luft. Gerade beim Gründen, gerade bei neuer Technologie, ist ja jetzt seit vielen Jahren auch die Frage des Clusters immer wichtig. Nach dem Motto, man hat die Dinge zusammen. Und ich weiß noch, ich habe mich viel mit Leuten unterhalten, auch viele Freunde dort im Silicon Valley, wie das dort funktioniert hat, dass in einem bestimmten Bereich die Leute Firmen gewechselt haben und eigentlich alle sich irgendwie kannten und beim Kaffee mal getroffen haben und so weiter. Und ich denke, die Chance haben wir hier auch. Da haben wir noch ein bisschen zu arbeiten. Also die kritische Masse könnte noch besser sein, aber das ist etwas, was hier geht, aus dem heraus, was sich eben an der Uni alles tut und was da gemacht wird. Die Sache mit dem Gründen ist immer eine Frage der Persönlichkeit und der Herangehensweise. Also ich muss wissen, wenn ich gründen will, wie an anderen Stellen auch, man muss Hausaufgaben machen. Man muss nicht einfach sagen, okay, ich gründe die Firma, habe die 25.000 Euro für die GmbH eingezahlt und in 3 Wochen bin ich reich. Es ist sicher nichts für Leute, die irgendwie kurzfristig oder mittelfristig nach Geld schielen. Weil erstmal kommen die schwierigen Zeiten und die Gründer selber erst recht, die sich überlegen müssen, wie sie, wenn mal die Aufträge nicht so gut sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten können und so weiter. Und ich muss dann auch entweder mir jemanden reinholen oder noch besser selber ein bisschen Gefühl für Zahlen haben. Auch das ganz wichtig. Und ich muss dies haben, was man im amerikanischen Entrepreneurial Spirit nennt. Nach dem Motto, etwas tun. Da ist man natürlich an der technischen Uni gerade richtig, weil das ist auch in der Technik. Man will ja was neu machen, neu zum Funktionieren bekommen und so weiter. Und das Weiterdenken dieses technischen Denkens ist dann auch Entrepreneurial Spirit, selbst wenn es um ganz andere Dinge geht als um Hightech oder so. Ja, ganz verschiedene Geschäftsmodelle, ganz verschiedene Ideen, aus denen sich ganz tolle Firmen aufbauen lassen. Aber wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass den Leuten bewusst ist, dass sie auch erstmal schwierige Zeiten haben werden. Dass es nicht von alleine geht und dass sie sich durchbeißen. Gilt für Studium eigentlich genauso. Bei MP3 damals haben wir irgendwelche Firmen, die weit weg waren, als Lizenznehmer gewonnen und die haben alles organisiert. Wollen wir das doch mal hier machen? Und haben dazu als Spin-off die Yosono GmbH gegründet. Das Problem war, dass von den Leuten, die das technisch bei Fraunhofer vorangetrieben hatten, niemand in die Yosono gegangen ist. Das heißt, die waren praktisch eine unabhängige Firma und wie es dann die Frage gab, wer dann die als Geschäftsführer voranbringen kann, sind wir auf Profi-Geschäftsführer gestoßen, die es an anderen Stellen schon gemacht haben. Die haben die Technik überhaupt nicht verstanden, die haben auch die Konstruktion nicht verstanden, mit wo die Patente liegen und wie das geht. Das heißt, die haben viel Geld eingesackt, gutes Geld verdient und das Ganze im Endeffekt in die Insolvenz getrieben. Mehrere in Folge, das waren insgesamt 3 Geschäftsführer. Das heißt, das war ein richtig teurer Fehler.